In diesem Video schauen wir uns die günstigen Mikrofone von Uhuru und Maono an. Beide haben einige Ähnlichkeiten, am Ende sind es aber zwei unterschiedliche Mikrofone. Normal zeige ich ja hier keine Unboxings, heute zeige ich das mal, denn die beiden Mikrofone sind komplett identisch verpackt. Das ganze Zubehör, das dabei liegt, das heißt der Mikrofonarm, der Püschel, der Popschutz, sind bis auf die Markenaufdrucke eigentlich identisch. Wenn wir schon beim Zubehör sind, ist natürlich erstmal positiv zu erwähnen, dass quasi so ein Rundum-Sorglos-Paket da mitgeliefert wird. Man bekommt ja auch eine Mikrofonspinne, den Arm, ein XLR-Kabel und einen Popschutz. Kommen wir aber auch mal zu den Unterschieden. Die merkt man im Grunde gleich, wenn man die Mikrofone in der Hand hat, denn das Maono ist deutlich schwerer als das Uhuru. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da kommen wir gleich noch dazu. Das Uhuru bringt so circa 200 Gramm auf die Waage, das Maono ist dann nochmal ungefähr 100 Gramm schwerer. Ich habe die beiden Mikrofone einmal aufgeschraubt, um auch das Innenleben vergleichen zu können. Und da erleben wir doch eine Überraschung, würde ich sagen, denn das Innenleben ist quasi komplett identisch. Der Aufbau ist identisch und die Platine, die man da findet, ist sogar mit den gleichen Nummerierungen versehen. Die Kapseln oben sehen auch gleich aus, allerdings ist bei dem Uhuru noch ein größerer Plastikring außenrum. Das ist jetzt den einzigen Unterschied, den ich mit dem Auge feststellen konnte. Und das Grün hat eine andere Farbe, der Kapsel. Um jetzt aber zu beurteilen, ob wir es quasi mit identischen Mikrofonen zu tun haben, die nur eine andere Hülle haben, müssen wir natürlich mal ein paar Aufnahmen machen. Die Aufnahme jetzt die ganze Zeit spreche ich nicht mit einem von beiden Mikrofonen ein, das machen wir jetzt. Fangen wir beim Tontest einfach mal mit dem Uhuru an. Ich gehe mal auf meinen Blog und lese einfach einen Text vor, den ich mal geschrieben hatte. Den gleichen Text lese ich dann auch mit dem Maono-Mikrofon vor. Die Aufnahme ist quasi unbearbeitet, nur die Lautstärke ist angehoben. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, gelöschte oder versehentlich geänderte Dateien wiederherzustellen. Das funktioniert nur, wenn das Backup-Programm bei jedem Sicherungslauf die alten Versionen beibehält. Auch das ist möglich mit der Shampoo Backup Pro. Leider kann man lediglich einstellen, wie lange Versionen aufbewahrt werden sollen. Das erfüllt zwar den Zweck der Versionierung, benötigt aber mehr Speicher als die stufenweise Aufbewahrung von alten Dateien. Jetzt gerade habt ihr das Uhuru gehört und jetzt aktuell hört ihr das Maono. Wir machen genau das gleiche nochmal, ich gehe nochmal auf meinen Blog und lese den Text vor. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, gelöschte oder versehentlich geänderte Dateien wiederherzustellen. Das funktioniert nur, wenn das Backup-Programm bei jedem Sicherungslauf die alten Versionen beibehält. Auch das ist möglich mit Shampoo Backup Pro. Leider kann man lediglich einstellen, wie lange Versionen aufbewahrt werden sollen. Das erfüllt zwar den Zweck der Versionierung, benötigt aber mehr Speicher als die stufenweise Aufbewahrung von alten Dateien. Das hintereinander zu hören ist ja ganz interessant, aber interessanter ist, wenn ich es zusammenmische. Das mache ich jetzt im Folgenden einfach mal. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, gelöschte oder versehentlich geänderte Dateien wiederherzustellen. Das funktioniert nur, wenn das Backup-Programm bei jedem Sicherungslauf die alten Versionen beibehält. Auch das ist möglich mit Shampoo Backup Pro. Leider kann man lediglich einstellen, wie lange Versionen aufbewahrt werden sollen. Das erfüllt zwar den Zweck der Versionierung, benötigt aber mehr Speicher als die stufenweise Aufbewahrung von alten Dateien. So, und als Referenz jetzt nochmal das AT4040, nochmal den gleichen Text eingelesen. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, gelöschte oder versehentlich geänderte Dateien wiederherzustellen. Das funktioniert nur, wenn das Backup-Programm bei jedem Sicherungslauf die alten Versionen beibehält. Auch das ist möglich mit Shampoo Backup Pro. Leider kann man lediglich einstellen, wie lange Versionen aufbewahrt werden sollen. Das erfüllt zwar den Zweck der Versionierung, benötigt aber mehr Speicher als die stufenweise Aufbewahrung von alten Dateien. Was können wir jetzt also zur Tonqualität sagen? Das 4040, mit dem ich jetzt auch gerade spreche, klingt einfach deutlich runder, nimmt viel mehr Details der Stimme auf, die fehlen sowohl beim Maono als auch beim Uhuru. Deshalb ist aber der Klang von den anderen Mikrofonen jetzt nicht schlecht, also die kann man auch benutzen, nur die Stimme wird halt nicht so toll wiedergegeben. Also als Gesangsmikrofone oder so würde ich die dann nicht benutzen, für Voice-Overs finde ich die aber okay. Das AT4040 hat einfach einen deutlich brillanteren Klang, so würde ich es mal versuchen zu umschreiben, wie mir das jetzt auf meinem Kopfhörer vorkommt. Jetzt kommen wir zum großen Aber. Bei dem Maono habe ich eine Sache festgestellt, die ist ziemlich schwierig zu demonstrieren. Ich habe eine Maus, die ist auf dem Mauspad und die lasse ich jetzt einfach mal fallen. Wir hören uns das jetzt mal mit dem AT4040 an und wir hören uns das mit dem Maono einmal an und dann erkläre ich euch noch was dazu. Ich glaube, ihr ahnt schon, was ich meine. Es geht um das blecherne Nachhallen von dem Maono und ich schneide euch jetzt einfach mal den Part aus dem Audioschnipsel rein,
der nach dem Aufschlag der Maus einmal beim Maono und einmal beim AT4040 zu hören ist. Hört mal hin. Das Uhuru zeige ich jetzt nicht nochmal separat, weil da ist nichts Spannendes zu hören. Ich denke, hier wird einfach dem Maono der massive Metallkorpus hier zum Verhängnis, denn das scheint irgendwie nachzuschwingen. Das Maono selbst hängt in einer Mikrofonspinne, die gleiche, die auch das Uhuru hat. Trotzdem hört man beim Maono dieses ja, Nachhallen des Klangs nochmal, dieser metallische Klang. Den kriegt man auch ziemlich leicht in die Stimme rein. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht gerade gehört habt in der Aufnahme, wo ich vorhin verglichen habe. Aber sobald ich irgendwie an meinen Schreibtisch komme, an meine Tastatur komme oder irgendeine andere Erschütterung auslöse, habe ich trotz Spinne diesen komischen Klang auf der Aufnahme. So viel erstmal zu den Mikrofonen. Aber das ganze Set hat ja noch ein paar andere Teile, die wir uns mal anschauen sollten, denn da gab es eine böse Überraschung. Was ist also alles mitgeliefert? Beim Auspacken habt ihr ja schon gesehen, dass ein Mikrofonarm mitgeliefert ist. Was soll ich dazu sagen? Das ist so ein typisches China-Mikrofonarm-Ding. Viel billiger kann man den nicht machen, erfüllt aber auf der anderen Seite auch seinen Zweck. Also bei dem Setpreis finde ich den jetzt okay. Also gibt es jetzt erstmal nicht groß was dran auszusetzen. Der klappert nicht, macht keine komischen Geräusche, alles gut. Lässt sich feststellen, ist erstmal nichts dran auszusetzen, ja. Kommen wir zum Popschutz. Also ein Popschutz ist auch dabei. Die gehören zu den besseren, die ich jetzt bisher schon gesehen habe, so aus diesem Billigsegment. Das sind die ganz passabel für, finde ich. Gerade der Popschutz vorne an sich ist qualitativ ganz gut gefertigt. Was bei den billigen immer so ein bisschen das Problem ist, ist dieser Schwanenhals. Der ist sehr unflexibel oder bleibt nicht fest in der Position, in der man den einstellen möchte. Das ist immer so bei den günstigen so ja, das Problem. Aber geht, wie gesagt, bei dem Preis auch in Ordnung. Dann haben wir noch die Mikrofonspinne, die mitgeliefert ist. Und die ist schlecht. Also die ist bei dem Uhuru schon problematisch. Die wird aber bei dem schwereren Mikrofon noch problematischer. Denn diese Isolierung, die hat so eine, also man hat so eine Klammer, wo man das Mikrofon dann rein- und rausziehen kann. Und die kann im schlimmsten Fall auf den äußeren Gehäusering aufliegen und dann werden Stöße doch wieder ans Mikrofon übertragen und die Isolierung des Mikrofons ist dann damit aufgehoben. Das muss man, kann man immer so ein bisschen zurechtrücken und gerade rücken, dann geht's wieder. Aber ja, also besonders toll ist diese Spinne nicht. Gerade beim schwereren Mikrofon musste ich oben auch an der Gewindeschraube da ganz schön feste zudrehen, damit die sich nicht weiter bewegt. Aber wenn man die eingestellt hat, erfüllt die durchaus ihren Zweck. Also ich habe die jetzt gerade dran mit dem Uhuru, wenn ich jetzt mal gegen den Tisch haue zum Beispiel. Ja, man hört halt so jetzt halt klar das Rumpeln am Tisch, aber da wird jetzt nichts aufs Mikrofon übertragen. Kommen wir jetzt aber zur bösen Überraschung, die ich ja schon angekündigt habe, und das waren die XLR-Kabel, die beiliegen. Und ich bin da schon fast dran verzweifelt, wollte schon mein Moto M2 USB-Audio-Interface zurückschicken, weil ich trotz Phantomspeisung kein Signal vom Mikrofon bekommen habe. Und zwar mit beiden XLR-Kabeln und mit beiden Mikrofonen. Erst als ich ein ganz anderes XLR-Kabel probiert habe, hat wieder alles funktioniert. Ich habe jetzt also noch zwei Kabel, die nicht funktionieren und habe zwei probiert, die am Moto funktionieren. Der Moto M2 hat so eine Kombibuchse, wo auch diese große Klinke reinpasst. Vielleicht hat es damit was zu tun. Eines der beiden Kabel erzeugt sogar ein Brummen. Also sobald ich das Kabel benutze, sehe ich bei meinem Moto M2 einen Ausschlag, der nicht vom Mikrofon kommt. Wenn ich die Kopfhörer aufsetze, höre ich dann Brummen. Nicht gut. Ja, was ist abschließend zu dem Set jetzt zu sagen? Im Grunde ist ja die Idee dahinter, dass man so ein Starter-Set bekommt, das ja unter 70 Euro kostet. Da ist ein Mikrofon dabei, das funktioniert. Da sind Kabel dabei, die funktionieren. Da ist ein Mikrofonständer, eine Spinne und ein Popschutz dabei. Das ist bei dem Preis hart an der Schmerzgrenze, überhaupt alles zu realisieren. Und das merkt man halt auch. Ja, wenn man sich mit den Unzulänglichkeiten von dem Zeug abfinden kann, kann man damit leben. Ihr müsst wahrscheinlich damit rechnen, euch ein neues XLR-Kabel zu kaufen. Um die anderen Sachen kann man sich ein bisschen drumherum arbeiten, die ich kritisiert habe. Also für den Einstieg finde ich das völlig okay. Klanglich sind die auch in Ordnung. Also man kann natürlich jetzt hier keinen Klang von einem AT4040 erwarten. Das ist einfach eine ganz andere Preisklasse. Trotzdem kann man da, denke ich mal, was mit anfangen. Ihr hört ja die ganze Zeit jetzt das Uhuru. Tut jetzt nicht weh auf den Ohren. Stimme ist nicht so brillant, aber geht völlig okay.